Preise sind hier doch fast überall gleich. Ja, aber die Ware nicht. Außerdem gibt es doch Sonderangebote. Bitte, schau mal. Emmy! Ja? Deine Schuhe! Was ist denn damit? Das sind schon wieder zwei verschiedene. Na und? Die drücken jedenfalls nicht. Du kannst doch nicht mit zwei verschiedenen Schuhen herumlaufen. Warum kann ich nicht? Ach, was sollen denn die Leute denken? Ach, das ist mir doch egal. Sieh mal, von dem drückt mich der Linke. Und von dem drückt mich der Rechte. Na und so drückt mich keiner. Na, dann kauf dir doch mal neue. Na, sag mal, die sind doch noch gut. Hm, kann die doch nicht wegwerfen. Guten Tag. Kaufst du etwa hier deine Eier? Ja, schon seit Jahren. Aber die sind doch doppelt so teuer wie in jedem Supermarkt. Ja, dafür sind sie auch von glücklichen Hühnern. Und nicht aus diesen schrecklichen Legebatterien. Du solltest deine Eier auch hier kaufen. Und wer soll das bezahlen? Wir sind ein Fünf-Personen-Haushalt. Antje, ihr fahrt morgen für 3 Wochen nach Jugoslawien. Na, da werdet ihr euch doch noch ein paar von diesen Eiern leisten können. 3 Wochen lasst ihr mich allein bei dieser Hexe, die mich umbringen will. Emmy, niemand will dich umbringen. Bitte hör auf. Ja, ja, ihr werdet schon sehen. Ihr werdet schon sehen. Die hat einen bösen Blick. Hm? Und auf mich hat sie einen besonderen Pieker. Aber mit irgendwem muss man sich doch mal aussprechen. Schließlich bist du meine Mutter. Und wenn du hier einziehen würdest, dann könnte ich auf Eigenbedarf klagen. Und dann würde ich von heute auf morgen die Alte los und die Asozialen auch. Ja, natürlich ist das Haus eine Bruchbude. Aber wir können ja renovieren. Weil ich so lange das Geld sparen möchte, bis es einen Sinn ergibt. Was heißt, du verstehst nicht, warum ich nach Kurztod überhaupt hier eingezogen bin? Na, um Geld zu sparen, natürlich. Hier wohne ich mietfrei. Und das könntest du auch. Die ist auf meine Wohnung scharf. Seitdem die bei uns im Haus eingezogen ist, brennen bei uns ständig die Sicherungen durch. Ständig. Früher nie. Guck mal, den Blumenkohl. Dankeschön. Wie findest du das? Ja, zu teuer. Ja, ja, dafür ist aber biologisch gedüngt. So, und noch ein Pfund Mohrrüben. Einfach Mohrrüben? Auch ja. Biologisch gedüngt? Auch biologisch gedüngt. Und deshalb jagst du mich nun hier auf den Markt. Jetzt hättest du doch alles mit mir am Telefon besprechen. Ich muss nachher noch zu meinem Buchhalterkurs und du wolltest doch sowieso auf den Markt. Ja, aber nicht so früh. Erst nach meiner Wäsche. Wie viel macht das? Macht zusammen 4,90 €. Mhm. Sieh mal, kurz vor Marktschluss ist hier alles viel billiger. Ja, ja. Ja, ja. Mein Groschen zurück. Danke. Na, tschüss dann, bis zum nächsten Wochenende. Ja. Wiedersehen. Wahrscheinlich hängt doch bei euch wieder der Haussegen schief. Wie kommst du denn da? Also, er hängt schief. Habe ich recht? Ja, ja, so gewissermaßen. Mit Uwe, da stimmt irgendwas nicht. Wieso, was stimmt denn da nicht? Der ist so anders, schon seit Wochen. Kommt unpünktlich nach Hause, macht ständig Überstunden. Überstunden? Sei doch zufrieden. Verdient er mehr. Und wenn da nur eine andere Frau ist? Ach, jetzt fängst du wieder an mit deiner ewigen Eifersucht. Du siehst doch Gespenster. Na? Fährt er mit dir in Urlaub oder mit dieser anderen? Hm? Jetzt muss ich zum Käse fritzen. Komm. Ich bin was? Geizig? Und das sagst du mir? Ausgerechnet du, meine eigene Mutter? Mein Gott, was ist denn nun schon wieder? Entschuldige, Mutter, aber es hat bei mir geläutet. Ruf mich später wieder an. Was soll denn dieser Krach? Ihr seid hier nicht in Anatolien. Verzeihung, aber in Wohnung oben, Fleck an Decke. Ist doch kein Grund, bei mir Sturm zu läuten. Ich telefoniere. Was soll denn das? Ist aber Wasser. Immer zu. Tropf, tropf. Wasser? Ja, tropf, tropf. Großer Gott. Bloß kein Wasserrohrbruch. So, geh doch mal auf den Weg. Und ich sage dir, Emmy, er drückt sich um seine Meisterprüfung. Weiter nichts. Ach was, die macht er schon. Ja, aber ich muss ständig nachhaken. Von alleine hockt Uwe sich doch nicht über seine Bücher. Und sobald ich was sage, wird er sauer. Na gut, ich werde mit ihm reden. Sobald Tamara ihre Schularbeiten gemacht hat, komme ich vorbei. Gut. Ich musste mich noch Wäsche machen. Ja. Kein Wasserrohrbruch. Die Alte da oben muss vergessen haben, irgendeinen Wasserhahn abzustellen. Sie nix da, ich war schon oben. Na, das fehlt gerade noch. Treibt sich in der Weltgeschichte rum mit ihr 79 und ruiniert mir mein Haus. Na, wenn dein Alter blechen muss, bis du 32 bist, dann lass ihn doch mal rüberkommen mit der Kohle. Ich hab gesagt, rein juristisch gesehen. Aber Voraussetzung ist, ich müsste wieder zur Uni und die kam ich mal. Ich hab Jura bis hier. Oder
Soll ich etwa Star-Anwalt werden, bloß wegen der scheiß Kohle? Und wenn du was anderes studierst? Na, was denn? Na, irgendwas, ist doch egal. Hauptsache der Ofen qualmt. Und warum drückst du dich vor deinem ehrbaren Handwerk, weil es dir stinkt? Mir stinkt's eben auch. Hast du auch wieder recht. Da kommt ihr Mädchen. Hallo, junge Frau. Hallo, hallo. Na, ihr zwei. So gut wie ihr möchte ich es auch mal haben. Ganzen Tag in der Sonne flitzen, Zigarettenqualm und nichts als Dummheiten im Kopf. Ihr seid mir schon die Richtigen. Wenn wir eine anständige Rente hätten, würden wir auch mal loben. Aber bei dem bisschen Stütze. Na, wie wär's denn, wenn es mal mit Arbeit versucht hat? Frau Diekmann, die ganze Welt arbeitet Tag und Nacht. Und was kommt dabei raus? Umweltverschmutzung, Ozonlöcher und abgeholzte Wälder. Also ihr zwei, ihr kommt mir vor wie die Säufer. Ja, die haben auch immer eine Ausrede. Oh, Gott sei Dank. Sag mal, findet ihr es auch komisch, dass ich zwei verschiedene Schuhe anhabe? Tatsache, sie hat wirklich zwei verschiedene Schuhe an. Warum nicht, wenn es ihr Spaß macht? Wieso macht mir doch gar keinen Spaß? Hat wahrscheinlich so eine Art Gelübde abgelegt. Mann. Nur von dem drückt mich der eine und von dem drückt mich der andere. Also ziehe ich doch die an, die mir passen. Ist doch logisch, oder? Völlig logisch. Wird in ein paar Jahren sicher der Hit der Schuhmode. Ihr beide, ihr wollt mich ja bloß veräppeln. Quatsch, Emilchen, bleiben Sie sitzen. Konsumieren macht müde. Nein, ich habe keine Zeit. Ich muss nach Hause Wäsche waschen und kochen. Tamara kommt heute früher aus der Schule. Na, dann tragen wir der jungen Dame doch mal das Gabchen nach Hause. Oh nein, nein, nein. Das wird mir zu teuer. Das kostet mich wieder ein Fünfer. Immer nur kurz vorm Ersten, sonst arbeiten wir gratis. Ehrlich? Aber das sage ich euch, ihr kriegt kein Geld. Versauft euch ja doch bloß. Dafür brate ich euch morgen zwei solche Schweinekoteletten mit Bratkartoffeln. So tief sind wir gesunken. Jetzt bezahlt uns Emilchen schon mit Naturalien. Also noch ein Wort, dann koche ich morgen vegetarisch. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Bitte öffnen Sie die Tür. Was willst du denn schon wieder hier? Oh. Na, was ist? Kriegen Sie die nicht auf? Auf kriege ich sie alle. Aber fragt sich bloß wie. Ich will da nicht gleich mit dem Bohrer ran. Warum nicht? Dann ist das Schloss hin. Na und? Besser als, dass mein ganzes Haus unter Wasser steht. Na los, bohren Sie schon. Mit Vergnügen. Und, wo kriegen wir den Strom her? Strom, wir erwarten den Moment. Die treiben sich auch den ganzen Tag rum. So wie ich Emilchen kenne, hat sie für zwei durstige Seelen sicherlich noch ein kleines kühles Bierchen im Eisschrank. Bier ist ungesund. Tut aber gut. Milch tut noch besser. Davon habe ich 2 Liter im Eisschrank. Ich kann Ihnen sagen, heutzutage Hausbesitzerin zu sein, ist alles andere als ein Honigschlecken. Alte Leute, Gammler, Türken. Na, ist ein Wunder, dass die nicht erst kommt, wenn das Wasser schon die Treppe runterläuft. Würden Sie sich vielleicht bitte etwas beeilen, Frau Siegmann? Die führt doch was im Rede. Unsinn, Emilchen, wir sind doch bei Ihnen. Keiner weiß es, aber sie will mich umbringen. Mein Gott, wo bleiben Sie denn? Frau Diekmann! Na, Sie können lange warten. Ich komme da nicht drauf. Also gut, wie Sie wollen. Dann lasse ich ihm Ihre Tür aufbrechen. Da seht ihr es doch. Die schreckt doch von nichts zurück. Runter. Wir auch nicht, Emilchen. Kommen Sie, ehe die da oben Kleinholz macht. Aber ich will nicht. Kommen Sie, Emilchen. Ich will nicht. Kann nicht passieren. Passiert doch nichts weiter. Da sind Sie ja endlich. Es wird aber auch Zeit. Was zum Henker ist denn hier los? Schließen Sie auf, Frau Diekmann, sofort. Wir müssen rein. Was heißt, wir müssen rein? Lassen Sie die alte Dame in Ruhe. Sie haben in Ihrer Wohnung überhaupt nichts zu suchen. Ich bin immer noch die Hausbesitzerin, Herr Berg, auch wenn Ihnen das nicht passt. Das gibt Ihnen noch lange kein Recht, in unseren Wohnungen herumzuschnüffeln. Mischen Sie sich da nicht ein. Ich spreche ausschließlich mit Frau Diekmann. Na nun, holen Sie doch schon endlich die Schlüssel raus. Momentchen, junge Frau. Was Sie hier vorhaben, ist Hausfriedensbruch. Das kann Sie teuer zu stehen kommen. Unter Ihrer Wohnung tropft's durch. Hat wahrscheinlich vergessen, irgendeinen Wasserhahn abzudrehen. Es tropft?
Mein Einweichwasser. Ja, das ist die Badewanne. Oh Gott. Also machen Sie schon. Daran ist meine Schwiegertochter schuld. Ja. Die hat mich Hals über den Kopf aus dem Hause gejagt. Gott, oh Gott. Meine Schlüssel, meine Schlüssel. Nehmen Sie her, Emilchen, ja. Ich mach das schon. Ja, das wird Sie eine Stange Geld kosten, meine Beste. Lassen Sie mich doch zufrieden. Nun machen Sie doch schon auf. Halb so schlimm ist ja nicht ganz unter. Das haben wir gleich im Griff, Emilchen. Zieh doch den Schlüssel raus. Kriegen Sie sich doch nicht auf. Das ist ja furchtbar. Steht ja alles unter Wasser. Ich hoffe nur, Sie haben eine Haftpflichtversicherung. Der Teppichboden ist hin. Ganz abgesehen von den Wasserschäden im ganzen Haus und meinen Schuhen. Herrje, das kann doch jedem mal passieren. Mir ist sowas noch nie passiert. Noch nie. Nein, natürlich nicht, denn Sie sind ja mit dem Teufel im Bunde. Seitdem Sie hier im Hause wohnen, ist doch ständig was los. Bitte, da läuft das Wasser über, da brennen die Sicherungen durch, da fällt der Strom aus. Ist früher alles nie bei uns passiert. Nie. Erst seitdem Sie hier wohnen. Sie sind schuld. Sie sind ja verrückt, Frau Diekmann. Haben Sie das gehört? Sie vergisst, Ihren Wasserhahn abzudrehen und ich bin daran schuld. Ausgerechnet ich? Mein Gott, sie ist eben nicht mehr die Jüngste. Wenn Sie mal so alt sind wie sie, wer weiß, was Ihnen dann alles passiert. Mir wird überhaupt nichts passieren. Wenn ich so alt wäre wie Sie, dann wäre ich längst in einem Altersheim. Da gehört sie nämlich hin und zwar schon lange. Ja, das möchte sie. Daran denken Sie Tag und Nacht, wie Sie mich hier rauskriegen. Sie ist nämlich auf meine Wohnung scharf, weil die Sonne hart nach Süden liegt. Sie wissen ja gar nicht mehr, was Sie sagen. Sie spinnt. Ich spinne? Haben Sie mir nicht angeboten, unsere Wohnung zu tauschen? Ja, um Ihnen das Treppensteigen zu ersparen. Das sagen Sie jetzt von den anderen. Ich kann auch sehr gut Treppensteigen, aber sie will ihre Wohnung loswerden, weil die nach Norden geht. Die hat nämlich nie Sonne. Kein Wunder, dass sie so blass ist. Wo sind die Wischlappen, Emilchen? In der Küche. Unter der Spüle, ja? Ja, Frau von Berchel, dann gehe ich jetzt wohl besser. Und nehmen Sie das Ganze nicht so zu Herzen. In ein paar Tagen ist alles wieder trocken. Danke. Also, tschüss allerseits. Seine Rechnung begleichen Sie. Ich hoffe, Sie haben genug Erspartes auf dem Konto. Wenn die Damen ein bisschen rücken würden, könnten wir erheblich wirtschaftlicher arbeiten. Na, hören Sie mal. Frau Diekmann, im Ernst, Sie müssen mal zum Arzt. Sie leiden ja an Zwangsvorstellungen. Kein Mensch will Sie hier raushaben. Aber das müsste doch selbst Ihnen einleuchten. Sie sind einfach nicht in der Lage, allein für sich zu wirtschaften. Ich kann noch sehr gut alleine wirtschaften. Und das wissen Sie auch genau. Jetzt raus aus der Wohnung. Aus meiner Wohnung raus. Tja, wer nicht hören will, muss fühlen. Werden Sie nicht unverschämt, ja? Wie wär's, wenn Sie jetzt endlich eine Fliege machten, gnädige Frau? Sie sollten lieber Ihre restliche Miete begleichen, Herr Berg. Sie schulden mir noch 50 Mark. Nun stellen Sie sich doch nicht so an wegen dieser läppischen 50 Mark. Sie haben bis jetzt noch immer Ihre Miete bekommen. Ja, aber wann? Postwenden, Frau von Berg. Postwenden. So, hier sind die 50 Mark, damit Sie mir nicht verhungern. Sie sollten Ihr Geld lieber zusammenhalten, Frau Diekmann, als zwei Asoziale damit durchzupäppeln. Sie leben nun schon über ein Jahr von unseren Steuergeldern, Herr Berg. Das ist asozial. Psst. Die Giftziege sind wir los. Ja, und den 50er auch. Hätten wir auch was Besseres mit anfangen können, Emilchen. Trotzdem, vielen Dank. Was stehst denn hier noch rum? Das Kinderprogramm ist zu Ende. Ich denke, ich vielleicht helfen. Nein, kümmere dich mal um dein Brüderchen, ja? Nein, du ihn nehmen. Nein. Ich arbeite. Du ihn nehmen. Du ihn heute nehmen, ja? Komm. Geh. Lass uns erstmal das Bad trocken. Hier hinten läuft's, ja. Ich glaube, das war ein bisschen viel für mich. Hol mal schnell den Stuhl. Komm, Emilchen, setz dich. Ja, erst mal setzen. Komm, setz dich hin. Danke. Danke. Da nicht für, Emilchen. Geht's besser? Ja. In meinem ganzen Leben nie passiert. Ja. Ich habe immer alle Wasserhähne.
So gedacht. Immer. Alle. Alle. Du willst ausziehen? Schon nach den Ferien? Wohin denn? Na, das wird sich alles finden. Aber du hast doch hier alles, was du brauchst. Du wohnst mietefrei, wirst bekocht, deine Wäsche wasche ich dir auch. Ma, ich bin 22. Ich brauche langsam meine eigenen vier Wände. Und wenn ich in 2 Jahren mein Staatsexamen mache, ziehe ich sowieso aus. Außerdem könnte Oma hier einziehen. Oma? Die denkt doch gar nicht dran. Woher weißt du? Hast du sie mal gefragt? Nein, wozu auch? Solange die noch in ihren eigenen vier Wänden rumfütschern kann, zieht die nicht um. Ach, mein Kurs, ich muss gleich los. Sag mal, ihr habt doch nicht etwa vor, sie irgendwann mal ins Altersheim zu stecken? Nee, das steht Gott sei Dank zurzeit noch nicht zur Debatte. Kommst du essen? Ja, früher oder später wird es aber zur Debatte stehen. Sie ist an die 80. Gernot, überlass das bitte uns. Ja, wir werden schon das Richtige machen. Kommst du nun, oder nicht? Kommt Papa denn heute nicht? Nein, der ist den ganzen Tag auswärts in Pinneberg. Na, nun komm schon. Mama, ich hab dir doch gesagt, ich hab keinen Hunger. Warum muss ich denn essen, wenn ich keinen Hunger habe, Warum? Weil ich gekocht habe. Darum. Das sehe ich ein. Das ist ein plausibler Grund. Mhm. Wo bleibt dieser kleine Teufel bloß? Müsste doch längst da sein. Wahrscheinlich wieder eine 6 im Rechnen. Traut sich nicht her. Na, endlich! Komm rein, du Umtreiberin. Frau Diekmann, ich habe eine Nachname für Sie. Was? Eine Nachname? Entschuldigung, dachte ich meine Enkelin. Seien Sie froh, dass ich's bin und nicht jemand, der Ihnen was über den Kopf hauen will. Ja, ja. Sie sollten vorsichtiger sein. 87,90 Mark. Hm, sind Bücher für meinen Jungen. Passiert ja in letzter Zeit oft genug. Ja. Ein Vermögen, diese technischen Bücher hier. Hat's durchgeregnet? Bitte? Ja, ja, das war ein Wasserrohrbruch. Wasserrohrbruch? Na ja, ist eben ein altes Haus. Also, ein Moment mal, ein Moment. 10 Mark fehlt noch 2. So. Danke. Und machen Sie die Tür schön zu. Übrigens, in der Küche wartet eine Überraschung auf Sie. Ja, tschüss. Ja. Behandelt einen wie ein kleines Kind. Na, wo kommst du denn her? Bin schon eine ganze Weile hier. Hast mich bloß nicht gesehen. Du Schwindlerin. Na? Na los, zeig mir mal dein Zeugnis. Hm. Lass jetzt Hugo zufrieden. Du gehst aber und wäschst dir die Hände, hm? Wo hast du dich denn so lange rumgetrieben? Hab ich nicht rumgetrieben. War bloß nur mit Elvira im Kaufhaus. Sie hat sich nicht nach Hause getraut. Ich glaube, wer sich nicht nach Hause getraut hat, das warst du. Du gib mir mal das Zeugnis, ja? Du sollst mir das... Bei dir im Flur ist es ja ganz nass. Hast du den Teppich gesprengt? Das war ein Wasserrohrbruch im Hause. Gibst du mir jetzt endlich das Zeugnis? War die Feuerwehr da? Die Feuerwehr? Warum die Feuerwehr? Als bei uns in der Straße ein Wasserrohrbruch war, da kam die Feuerwehr. Aber das war ja nur ein ganz kleiner Rohrbruch. Krieg ich jetzt endlich das Zeugnis? Nun los. Es gibt 3, die haben noch ein schlechteres. Wo willst du denn jetzt hin? Ich muss mal. Ach, du musst mal. Das wird ja ein schönes Zeugnis sein. Ja, da tun Sie aber wirklich mal ein gutes Werk. Es ist ja eine Unverschämtheit, den Wagen mitten auf dem Bürgersteig zu parken. Keine Sorge, der kriegt sein Geld. Ja, und das hat er auch verdient. Was mit dem Fahrzeug? Nee. Ich dachte nur für einen Moment, der Wagen gehört meinem Mann. Ja. Sieht genauso aus. Hat ihr bestes Jahr noch mal Glück gehabt. Das ist schön.
Ertragen mangelhaft. Kann sich nicht konzentrieren. Stört laufend den Unterricht. Oh. Lehrer sollten wissen, wie man mit lebhaften Kindern umgeht. Rechnen ungenügend. Naja, nicht. Nicht versetzt. Tamara! Tamara! Die Rechenlehrerin ist eine alte Hexe. Die mag mich nicht. Aber ich mag sie auch nicht. Ach, komm, hör auf. Rechnen ist doof. Also ob doof oder nicht doof, rechnen muss sein. Komm her, steck ein. Und das eine sage ich dir. Das zweite Mal bleibst du nicht sitzen. Gleich nach dem Essen wird gerechnet, verstanden? Du kommst doch heute mit zu Mami, oder? Glaubst du, die wird böse sein? Ach was, sitzen bleiben ist doch keine Schande. Aber nicht rechnen können, das ist eine Schande. Also hol schon das Buch zum Rechnen raus. Och, wir haben doch Ferien jetzt, Uni. Da brauchen wir nicht zu rechnen. Ach so, die junge Dame, die will nicht rechnen. Nein, ich habe genug von der blöden Schule. Na gut. Dann hol mal aus dem Eisschrank den Topf mit dem Porree-Gemüse raus. Porree. Du hast versprochen, ich krieg heute Grießbrei. Natürlich, und mit Zucker und Zimt und Apfelmus, bitte. Aber natürlich nur für jemand, der rechnen lernen will. Also bitte geh zum Eisschrank und hol das Porree-Gemüse. Du bist gemein, Omi. Na gut. Aber nicht länger als eine Stunde. Und du darfst nicht wieder schummeln mit der Uhr. Mhm. So. Noch ein Klecks? Mhm. Und? Und Zimt und Zucker. Und Zucker und Zimt heißt das. So, und nun guten Appetit. Danke. Gib mir noch einen Waffel mehr drauf. Ich hab einen Riesenhunger. Also, wenn du so fix rechnen würdest, wie du Grießbrei verdrückst, dann wärst du aber Klassenerste. Ja, mit Zucker und Zimt. Von wegen Pinneberg, dieser Lügner. Dass er sich nicht schämt, einen Tag vorm Urlaub. Guten Tag. Was machst du denn hier? Ich denke, du bist bei deinem Kurs. Ich hatte heute keine Lust auf Buchführung. Naja, einmal macht ja auch nichts. So, findest du? Ja, sagt man doch so, nicht? Einmal ist kein Mal. Das holst du alles nach mit links. Holst du zurzeit auch alles nach mit links? Also eines sage ich dir. Lass mich die nächsten 3 Wochen in Ruhe mit der Meisterprüfung. Ab heute ist Urlaub. Prost! Mhm. Wie war es heute in Pinneberg? Viel Arbeit? Pinneberg? Ach so, ja, das Übliche. Aber die Hin- und Rückfahrt, also ein einziger Stau. Na ja, Raschauer. So, ich gehe mir dann mal die Pfoten waschen. Wie teuer war denn das Strafmandat? Was denn für ein Strafmandat? Wegen Falschparkens in der Ottensa heute Mittag um 10 vor 3. Ach so, 10 Mark, aber zahlt der Chef, war ja beruflich wieder so ein Notfall. Du scheinst viele solche Notfälle zu haben in letzter Zeit. Winken die dir alle nach getaner Arbeit? Sag mal, was ist denn los mit dir? Man wird doch wohl noch einer Kundin zuwinken dürfen. Das ist Dienst am Kunden, sonst nicht. Ich habe noch nie einem Handwerker zugewunken, wenn er aus dem Haus ging. Mein Gott, Antje, was soll denn dieser Zirkus wegen so ein bisschen Winkerei? Manche Kunden machen das eben so, nicht? Ist doch weiter nichts dabei. Ach, ist nichts dabei? Nein. Also für mich brauchst du heute Abend nicht mitzudecken. Mir ist der Appetit vergangen. Mir auch. Schon seit 3. Guten Abend, Papa. Guten Abend.
Hey, ich denke, du wolltest zu deinem Kurs. Ist der ausgefallen? Nein. Ich bin ausgefallen wegen eines Notfalls. Vielleicht könntest du dich wenigstens, wenn du zu Hause bist, ein bisschen mehr um deine Familie kümmern. Gernot hat vor, demnächst auszuziehen. Na und, warum denn nicht? Ist ja alt genug. Sag mal, ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Ja, was soll ich denn noch sagen? Na ja, du könntest zumindest mal mit ihm reden. Also hör mal, der Gernot ist 22. Es hat geklingelt. Ja, ich hab's gehört. Ja, doch. So, da sind wir. Na, du hast ja schon gepackt. Bei Omi war ein Wasserrohrbruch. Um Gottes Willen, ist das wahr? Wasserrohrbruch, Mutter, na, ein Püppchen. Unsinn, war ein ganz kleines Rohr und hat ein bisschen geleckt. Aber der ganze Boden war nass. Ach ja, heute scheint hier alles schief zu gehen. Entschuldige, Mutter, ich muss eben noch mal kurz runter. Den Wagen durchsehen wegen morgen. Drückeberger, wo ist dein Zeugnis? Sag mal, was ist denn bei euch los? Nichts ist los. Dein Zeugnis. Das hat Omi. Ach so. Antje, das tut mir leid. Das habe ich bei mir zu Hause liegen lassen. Aber sei beruhigt, das hätte schlimmer sein können. So, hier sind die Lehrbücher, die ich für Omi bestellt habe. Nimm du sie, damit er nicht nur in der Sonne faulenzt. Ja, das sag ich mal lieber selber. Nimm deinen Ranzen und räum dein Zimmer auf. Oh Mann. Na los, bei dir schaut's aus wie Kraut und Rüben. Ja, ihr seid aber alle urlaubsreif. Ja. Mein Gott. Hast du eine schlechte Laune? Schweinkram. Antje, mit solchem Groll kann man doch nicht verreisen. Psst, Tamara. Mutter, jetzt habe ich den Beweis. Uwe hat was mit einer anderen. Auf dem Weg zu meinem Kurs habe ich ihn dabei ertappt, wie er aus einem Haus kam und einer Frau im dritten Stock zugewinkt hat. Und sie hat zurückgewinkt. Mein Gott, das wird eine Kundin gewesen sein. Heutzutage kann man sich leider Kundschaft nicht aussuchen. Kundin, ja, das hat er auch gesagt, der Heuchler. Er hat es so eilig gehabt, dass er seinen Wagen ihrem Haus gegenüber mitten auf dem Bürgersteig abgestellt hat, mitten drauf. Na, wahrscheinlich hat er keinen anderen Parkplatz gefunden. Ach was, mir hat er gesagt, er hätte den ganzen Tag in Pinneberg zu tun. Und wo treibt er sich rum? Keine 5 Straßen entfernt. Aber zum Mittag kommt er nicht nach Hause. Also gut, nehmen wir mal an, Uwe hätte ein Techtelmechtel. Er hat. Also schön, er hat. Na bitte, du glaubst es auch. Nein, ich glaube es nicht. Aber ich glaube langsam, dass du aus einer Mücke einen Elefanten machst. Antje, versau dir doch nicht den Urlaub. Tu doch einfach so, als wäre nichts geschehen. Ach, wahrscheinlich ist doch auch gar nichts geschehen. Ja, natürlich. Du hältst deinem Herrn Sohn die Stange. War ja kaum anders zu erwarten. Antje. Ja, ich weiß. Ich bin schuld, weil ich hier allen alles hinterherräumen muss. Da meinst du, er wird sie je in den Mülleimer werfen? Nee, das muss ich tun. Ja, immer ich. Na, lass sie doch stehen. Nein, dann stehen morgen 10 da und übermorgen 20. Antje, ich muss gehen. Tut mir leid, aber ich habe meine eigenen Sorgen. Was hast du denn für Sorgen? Na mein Gott, wenn ihr weg seid, die Bergfried zieht doch dann alle Register. Die macht mich doch zur Schnecke. Emmy, hör auf, du spinnst. Ja. Also gut, ich spinne. Ruhig mit den Jungs, ja? Und du hör auf zu flennen. Das macht dich hässlich. Ja, pass auf dich auf. Die Schüssel hast du doch. Ja, schon seit Jahren. Omi! Omi! Ja, was ist denn los? Was ist denn? Was tuschelt ihr denn da? Sie sagt, dass sie glücklich ist, dass sie jetzt wochenlang nicht rechnen muss. Hm? Oh. Tschüss, mein Spatz. Tschüss, Omi. Mach's gut, ja? Und ihr ruft mich mal an, ja? Ja. Dann und wann? Tschüss, Omi. Tschüss, Emmy. Den rosa Pulli habe ich wieder ausgepackt. Den mag ich nicht. Und den blauen Rock auch nicht. Den packst du sofort wieder ein? Nein, die sind hässlich. Aber warm. Und dein Rechenbuch nimmst du auch mit? Nee, dann bleibe ich lieber hier bei Oma. Tja, das wäre wahrscheinlich das Beste für uns alle. Uwe? Uwe? Ja, Sturm oben, was? Bitte, wer war die Frau?
die dir nachgewinkt hat? Eine Kundin. Was, eine Kundin? Ja, eine Kundin. Ach, du weißt doch, wie manche Frauen so sind. Aber was soll ich machen? Wenn mich der Meister schickt, muss ich gehen. Wird Zeit, dass du bald deinen Meister machst. Ja, ja. Dann kannst du nämlich andere zu solchen Kundinnen schicken. Hm? Junge. Ja. Das ist doch nichts Ernsthaftes, oder? Nein, du weißt doch, wie Antje so ist. Die hört immer gleich, das Gras wächst. Ja, aber du bist nicht mehr 30. Du hast Kinder. Du hast eine Frau, eine prachtvolle Frau, die mit dir durch dick und dünn geht. Ja, jetzt fang du nicht auch noch an. Ich sag dir doch, es ist nichts. Was kann ich dafür, wenn die mir schöne Augen macht? Ja, aber du hast zurückgewinkt, sagt Antje. Ja, reine Höflichkeit. Mein Gott, was soll denn das? Du redest ja schon wie Antje. Weil ich dich kenne. Warst schon immer ein kleiner Heimlichtuer. Schon als Kind. Sieh zu, dass du das im Urlaub vom Tisch kriegst, ja? Ja, ja. Bleib gesund. Ja, tschüss, Mutter. Tschüss. Mach's gut. Ach, um Himmels Willen. Na, das hätte ich ja beinahe vergessen. Bring Antje schon bei Tamara sitzen geblieben. Sie weiß es noch nicht. Was? Tamara ist sitzen geblieben? Du reg dich nicht auf. Du bist zweimal sitzen geblieben. Ja, ja, weil ich krank war. Nein, weil du faul warst. Du, ich hab dir Bücher mitgebracht für deine Prüfung. Danke, ja, schön, dann. Hallo, Oma. Hallo. Kommst du oder gehst du? Ach, bin schon so gut wie weg. Komm, ich bring dich nach Hause. Hey, Moment, Moment, wir fahren morgen. Hab noch Arbeit für dich. Ja, die läuft ja nicht weg. Jetzt bringt Alex mich nach Hause. Komm, mein Junge. Ach so, du. Moment mal, ich wollte deinem Vater noch was sagen. Uwe. Ja? Die Bücher, die ich dir mitgebracht habe für deine Prüfung, ja. Guck rein. Ja. Nach dem Urlaub musst du sofort deinen Meister machen. Ja, ich mach schon noch meinen Meister. Ja, mit dem Mund. Schon seit 2 Jahren. Doch. Ach, mach's gut. Nee, nee. Tschüss. Sie ist zwar ab und zu nicht mehr ganz dicht im Kopf, aber Haare auf den Zähnen hat sie noch immer. Du, ich hab jetzt eine Frage an dich. Glaubst du an einen bösen Blick? An was für einen bösen Blick? Naja, weißt du, so an Menschen, die Macht über das Böse haben, die was zu tun haben mit dem Übersinnlichen. Das kann schon sein. Du, es gibt eine Menge Sachen zwischen Himmel und Erde, die wir nicht im Griff haben. Ja. Ist wahrscheinlich eine Frage von Wellenlängen, aber das kriegen wir mit der Zeit schon noch raus. Naja, dann kriegt das man raus. Ich habe nämlich eine Wirtin und die hat den bösen Blick. Ich habe direkt Angst vor der. Mit der werden wir schon fertig werden, Omi. Früher oder später knacken wir doch alle Geheimnisse. Ja. Mach's gut, bis bald. Bis bald, mein Junge. Hoffentlich erlebe ich das noch. Alte Hexe. Möchtest du so alt werden wie Emilchen? Bei der Rente? Wär zu überlegen. Und was machst du die 50 Jahre bis dahin? Gute Frage. Sterb wahrscheinlich vor Langeweile oder sauf mich zu Tode. Ich frag mich, ob wir mit dem Alter auch zu spinnen anfangen. Was heißt in dem Alter? Die meisten spinnen doch schon mit 30. Weil hoch von früh bis spät für diesen ganzen Konsumscheiß, den ohnehin keiner braucht. Also ich ziehe mich in Spinnerei vor. Sag mal, hat sie das schon lange, das mit dem bösen Blick? Erst seit die Gnädige unten eingezogen ist. Aber da ist auch was dran. Seit die im Haus wohnt, gibt's pausenlos Zoff. Also irgendwie tickt sie trotzdem nicht ganz richtig. Sei froh, dass du kein Mensch bist. Sonst wärst du vielleicht so geworden wie die da unten, die von und zu. Und die kann alles. Die kann uns nämlich sogar in Monster verwandeln. Aber das schafft die nicht, weißt du. Ich pass schon auf. Ja, hör auf zu schimpfen. Hm? Na? So, was wollte ich? Ach so, hier. Gas. So, so. So. Wasser. So. Licht. Aus. Hör auf zu schimpfen. Ich kann hier gar nicht überlaufen.
wenn es mit rechten Dingen zugeht. Nee, kann ich auch. Habe ich auch richtig abgeschlossen? Ja. Ja, zu. Alles in Ordnung, ja. Von wegen, ich kann nicht mehr alleine wirtschaften. Von wegen. Also, wenn wir weiter so ein Glück haben, schaffen wir es heute noch bis hinter München. Ich kann dich ja mal ablösen, falls du müde wärst. Ich komme darauf zurück. In 2 Jahren. Du hast letztens gesagt, du warst schon sehr gut. Was ich sage, spielt keine Rolle. Aber frag mal die Versicherung. Oh Gott. Was ist? Die Versicherung. Was ist damit? Unsere Reisegepäckversicherung habe ich total vergessen. Machen wir eben mal ohne. Sparen wir einen Haufen Geld? Nein, auf keinen Fall. Wir haben immer eine gehabt. Und nie eine in Anspruch genommen. Sei froh, haben wir uns eine Menge Scherereien erspart. Also bitte, Uwe, halte bei der nächsten Raststätte an. Was willst du denn da? Da gibt's keine Versicherung. Nein, aber am Telefon. Ich rufe Emmy an und gebe ihr alles durch, was zu versichern ist. Das dauert doch Stunden. Das dauert keine 5 Minuten. Ich mache gleich eine Liste. Also wenn das so anfängt, können wir München vergessen. Die ewige Anhalterei. Ja, das finde ich auch. Mami, ich muss mal. Na bitte, wir müssen auf jeden Fall anhalten. Dann kann ich auch telefonieren. Na schön. 1-0 für die Damen. Machen wir eine Pinkelpause. Aber vor Montag kann Mutter auch nichts machen. Jetzt sind alle Büros dicht. Dann müssen wir eben bis Montag die Augen aufhalten, dass uns nichts abhanden kommt. Was soll uns denn abhanden kommen? Naja, zum Beispiel deine Mutter. Hey, Katja! Hallo, Gernot! Was ist denn mit dir los? Danke! Wir fahren doch erst in einer Woche. Ja, ich weiß. Aber ich dachte, ich könnte die paar Tage zu dir ziehen. Ich bin ab heute ganz allein in der Wohnung. Oh, und da fürchtest du dich, hm? Los, komm zum Wagen. Ja, wenn meine Oma spitz kriegt, dass ich noch da bin, habe ich sie die ganze Zeit auf dem Hals. Und die ist ein bisschen stressig. Also erstens weiß sie alles besser und zweitens spinnt sie. Ja, und außerdem dachte ich ja, mir... Ja, 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 ich kann mir vorstellen, was du denkst. Schieb nicht deine alte Oma vor, ja? Naja, ich wollte ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fahren. Nee, nur mit deinem Seesack. Los, rein mit dem Ding. Hier, du darfst fahren. Hey, danke. Aber denk dran, es fehlen noch 8 Raten. Jetzt gib mir endlich mal einen Kuss, du Feigling. Komm, Uwe, jetzt musst du mal auch wieder weg. Das ist wirklich zu sehr. Ach, ist das gut. Die können wirklich nicht mal den Müll schlucken. Eine Plastikflasche. Dieser Geizkragen. Die Markstücke. Was? Die Markstücke. Ach so, die Markstücke. Moment. So. Ja. So. So. Oh, wahrscheinlich wieder falsch verbunden. Na endlich, da bist du ja. Nein, 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 es ist nichts passiert. Emmy, ich habe nur was vergessen. Unsere Reisegepäckversicherung. Eine Reisegepäckversicherung? Du meine Güte. Ja, wozu denn das? Mutter, das ist doch ganz unwichtig. Wir schließen immer eine solche Versicherung ab, wenn wir verreisen. Aber Antje, wozu denn das? Das kostet doch nur unnötiges Geld. Glaub mir, wenn wirklich mal was passiert, gibt es Scherereien ohne Ende. Emmy, ich habe jetzt keine Zeit, das mit dir zu diskutieren. Ich bin hier in einer Raststätte, in einer Telefonzelle und das Geld läuft durch. Hast du was zu schreiben? Ja, natürlich habe ich. Nein, nein, ich hol gleich was. Sag mal, wie geht's denn den Kindern und Uwe? Wo seid ihr denn überhaupt? Das ist doch ganz egal, wo wir sind. Wir brauchen diese Reisegepäckversicherung. Morgen ist Sonntag und in Jugoslawien können wir sie nicht machen. Ja, ja, ja. Mach zu, ich will auch mal. Ich spiele noch ein Ruhezeichen und dann bist du dran. Und dann dann darf ich nicht mehr. Papa! Ja, die kommt nicht so schnell. Da kennst du deine Mutter schnell. Hier, steck mal eine Mark rein. Vielleicht bringst du ja Glück. Mein Gott, was ist denn nun schon wieder? Was ist abgebrochen?
Dein Bleistift. Dann such dir doch einen Kugelschreiber. Mein Gott, das teure Geld. Irgendwo hatte ich doch. Nein, das ist nicht richtig. So, jetzt kann's losgehen. Jetzt habe ich alles. Eine Mark ist inzwischen durchgefallen für nichts und wieder nichts. Es ist doch nicht meine Schuld, wenn ein Bleistift abbricht. Nein, aber bei deinem Durcheinander kannst du ja nichts finden. Antje, willst du mir jetzt eine Gardinenpredigt halten oder willst du mir deine Versicherung durchgeben? Also, Emma, also. Schreib bitte mit. Die Adresse lautet... Ich muss schneller schalten. Quatsch, du bist in Ordnung. Komm, lass mich machen, ich zeig dir. Nein, ich bin selber, lass sie doch schon. Aber sie kann's doch nicht. Ja, der muss ich eben lernen. Das geht doch nie. Komm, Papa zeigt dir das. Ja, lass bitte. Au, aua. Und zum Schluss noch Uwes goldene Uhr, die du ihm zu Weihnachten geschenkt hast. Was heißt, die ist nicht golden? Na gut, dann ist eben nur vergoldet, also setz den Preis ein. Du hast ja wohl noch die Kassenzettel. Wenn du auch sicher kaum wissen wirst, wo. Eine Mieterhöhung wird sich wohl in nächster Zeit nicht vermeiden lassen. Oh Gott, jetzt steckt sie auch noch mein Haus in Brand. Antje. Antje, ich muss dir mal was sagen. Wegen so einer lächerlichen 2.500 Mark, da schließt man doch keine Versicherung ab. Die kann was annehmen. Die zieht hier aus. Hallo. Hallo. Na Gott sei Dank. Es brennt hier im Haus. Ich habe alles Satz für Satz notiert. Aber wenn du es noch mal hören willst, bitte, kann ich dir alles noch mal vorkauen. Das geht nicht mehr. Meine letzte Mark ist na Gott sei Dank. Also ich verspreche dir eins, am Montag früh gehe ich zur Versicherung. Du, einen Moment mal, hier klingelt es bei mir. Was ist denn da los? Da klingelt es stumm. Antje, Antje, Antje. Donnerlittchen, was ist denn da los? Wer ist denn da? Es brennt! Ihre ja. Küche brennt! Ja, das möchten Sie gerne, alte Frau, zu Tode erschrecken. Ich habe schon die Feuerwehr alarmiert. Kommen Sie hier ich raus! Ich weiß, Sie arbeiten mit allen Mitteln. Oh, nein! Meine Koteletts! Meine nicht schönen rein. Koteletts! Nicht da rein! Überlassen Sie das der Feuerwehr! Ach, Feuerwehr, lassen Sie mich los! Sie sind ja plemplem! Nein, Sie sind plemplem! Gestern setzten Sie mein Haus unter Wasser und heute versuchen Sie es abzubrennen! Sie sollen hier Sie nicht sollen rein! Sie sollen nicht los! Zum Donnerlittchen! Mein Hugo ist da drin! Oh Gott! Hugo! 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 Hugo, wo bist du denn? Hugo! Oh mein Gott, er ist tot. Alex, soll ich noch aufmachen? Nee, komm, geh ich mal eine Minute telefonieren, überlässt du die Kinder dem Spielteufel. Ja, eine Minute. Ich bin hier schon mindestens 10. Aber umso schlimmer, schade ums schöne Geld. Dein Gespräch nach Hamburg war auch nicht gerade billig. Aber umso sinnvoller. Ich habe nur genau 10 Mark ausgegeben. Eine 5. Ja, was ist denn nun? Was? Fahren wir weiter oder bleiben wir hier über Nacht? Lass Alex doch zu Ende spielen. Papi, ich möchte auch noch mal. Nein, jetzt wird gefahren. Ich will nicht irgendwo in der Nacht ankommen. Ich habe ein Freispiel. Ja, und das kriegt jetzt Tamara. Aber sie kann's doch nicht. Na, umso besser. Dann geht's schneller. Ich will allein mal. Das ist Sache der Ärzte. Sie kommen nun erstmal mit Vorschrift ist Vorschrift. Bitte, bitte, ich möchte auf die Trage bleiben. Mit ihr. Ja, ich komm, möchte laufen. Seien Sie doch vernünftig. Mit einer Rauchvergiftung ist nicht zu spaßen. Ich möchte laufen. Bitte legen Sie sich hier drauf. Wir müssen sich anschnallen für warum die Treppe. Denn anschnallen? Das ist eine reine Routineangelegenheit. In 2 Stunden sind Sie wieder zu Hause. Haben Sie uns alarmiert?
Ja, es qualmte ganz fürchterlich. Und gestern erst hat sie das ganze Haus unter Wasser gesetzt. Ihr Namen, bitte. Das ist furchtbar. Irene von Bergfried, ich bin die Hauseigentümerin. Na, da haben Sie ja noch mal Glück gehabt. Würden Sie so freundlich sein und mit nach unten kommen? Wo bringen Sie Frau Diekmann hin? Ins Bertha-Krankenhaus. Da muss ich wohl mitfahren. Die alte Dame steht völlig allein da. Einer muss sich hier um sie kümmern. Nett von Ihnen. Na, wie schaut's aus? Keine Leitung angebrannt. Das ist nicht. Na, dann ziehen wir mal wieder ab. Haben Sie einen Wohnungsschlüssel? Oh, der steckt sicher. Hey, gut, dann schließen Sie ab und geben Sie ihn der alten Dame. Ja. Du kriegst die Tür nicht zu. Was ist denn hier passiert? Wir tragen die da aus unserem Haus. Da brennt doch gar nichts. Momentchen, Nachbar, das ist unser Haus. Sie können hier jetzt nicht durch. Was heißt, wir können nicht? Das ist unsere Oma, die da wegschleppen. Wir wohnen hier. Da kommt ihr zu spät, der Brand ist längst gelöscht. Ja, und unsere Bude steht unter Wasser. So, komm ab, mal schnell. Was will denn unsere Gräfin in dem Wagen? Moment mal, Wachtmeister, da haben wir auch noch ein Wörtchen mitzureden. Uwe, dreh um, wir müssen zurück. Bitte? Meine Brille ist weg. Meine Lesebrille. Findet sie schon wieder? Nee, eben nicht. Ich suche schon seit einer Viertelstunde. Die muss ich irgendwo in der Telefonzelle liegen gelassen haben. Also wenn wir jetzt zurückfahren, können wir auch gleich hier Urlaub machen. Es wird ja wohl nicht die Welt untergehen, wenn du die paar Kilometer zurückfährst. Die paar? Ma, das sind über 50 Kilometer. Das macht hin und zurück 100. Und wenn schon? Die Brille hat 280 Mark gekostet. Ich denke, du hast uns versichert. Ja, natürlich. Unser Spatz hat recht. Wenn wir zurück sind, kriegst du eine neue. Und wie soll ich bis dahin lesen? Das ist doch das Wenigste. Wir lesen dir die Speisekarte vor. Ja, vor allem die Preise. Nicht langsam gehen, mir geht's ja viel besser. Und husten tue ich ja auch kaum noch. Herr Dr. Holzmann hat strikte Anweisungen gegeben, dass Sie mindestens noch eine Stunde zur Beobachtung hierbleiben müssen. Ach, Ärzte, Sie wissen doch, wie die sind. Übervorsichtig. Naja, ist ja auch gut so. Aber ich muss nach Hause. Muss 3 Koteletts besorgen. Tut mir leid, Frau Diekmann, aber das kann nur der Herr Dr. Holzmann entscheiden. Und der hat angeordnet, dass Sie nicht vor 16 Uhr entlassen werden. Also. Gedulden Sie sich noch eine Stunde. Sie versäumen doch nichts in Ihrem Alter. Doch! Heute Nachmittag, da gibt es im Fernsehen... Was gibt's denn da? Jetzt weiß ich nicht mehr was. Aber jedenfalls will ich das sehen. Mein Gott, da brennen einem 3 lächerliche Koteletts an. Schon wird man behandelt wie ein Kleinkind. Mehr als 2 Minuten werde ich nicht für Sie haben. Was haben Sie auf dem Herzen? Tja, es ist nicht meine Art, mich in das Leben anderer zu mischen. Bitte setzen Sie sich. Dankeschön. Aber als Mitbewohnerin hat man ja eine gewisse Verantwortung. Und Frau Diekmann, das muss leider gesagt werden, gerade weil mir die alte Dame so am Herzen liegt, wird zunehmend unfähiger, ihr Leben selbst zu bewältigen. Naja, sie wird 80. Und wie äußert sich das? Sie wird immer vergesslicher. Gestern, sie war auf dem Markt, kam mir ihr Waschwasser auf der Treppe entgegengelaufen, weil sie vergessen hatte, den Hahn im Badezimmer abzudrehen. Und heute, das habe ich Ihnen ja schon gesagt, hätte sie fast das ganze Haus in Brand gesteckt. Wir haben Gasanschluss. Stellen Sie sich vor, sie vergisst irgendwann einmal einen Gashahn zu schließen. Kann ja das ganze Haus in die Luft fliegen. Hat sie niemanden, der sich um sie kümmert? Kinder, Verwandte, Freunde? Da ist ein Sohn, so an die 50. Ich kenne ihn nicht näher, aber er macht den Eindruck, ja, wie soll ich mich ausdrücken, fast eines Analphabeten, ein Hilfsarbeiter. Und seine Frau mit 4 Kindern ist total überlastet. Außerdem leben sie in einem anderen Stadtteil. Sie können sich gar nicht um die alte Dame kümmern, selbst wenn sie wollten. Haben Sie schon mal die Sozialbehörde auf den Fall aufmerksam gemacht? Ach, wissen Sie, Herr Doktor, man ist Mensch.
Nur nach dem, was heute und gestern passiert ist, scheint es mir ratsam, Sie in einem Heim unterzubringen. Schon wegen Ihrer eigenen Sicherheit. Wie meinen Sie das? Nun, sie tickt nicht mehr ganz richtig. Zum Beispiel ihr Geld. Sie verschenkt es an Asoziale. Und die nutzen sie natürlich aus. Sie läuft mit zwei verschiedenen Schuhen rum. Und ihre Wohnung ist eine einzige Krambude. Und was das Schlimmste ist, sie leidet an Verfolgungswahn. Seit ich ins Haus gezogen bin, erzählt sie überall rum, ich hätte den bösen Blick. Was auch immer im Haus geschieht, ich bin daran schuld. Könnte man sie hier nicht vielleicht mal auf ihren Geisteszustand untersuchen? Wir haben hier leider keine neurologische Abteilung. Aber ich sehe sie mir gerne mal an. Entschuldigen Sie. Holzmann? Ja, ich komme. Ich mache mir wirklich Sorgen um die alte Frau. Ich werde tun, was ich kann und ziehe noch eine Kollegin hinzu. Nett von Ihnen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, mitzufahren. Aber ich bitte Sie, Herr Doktor, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Frau Diekmann, wo wollen Sie denn hin? Hier raus und ich warte sofort. Warten Sie doch noch einen Moment, bis der Herr Dr. Holzmann kommt. Nein, ich habe Ihnen doch gesagt, die führt was im Schilde. Die ist doch nicht zufällig mit mir hierher gefahren. Wer weiß, was die im Schilde führt. Also Sie sollten froh sein, dass sich überhaupt jemand um Sie kümmert und dankbar sein. Die hat Sie wohl auch schon verhext, was? Seien Sie auf der Hut, die verhext alle. Deswegen bleibe ich ja nicht hier. Bitte, Frau Diekmann, machen Sie jetzt keine Schwierigkeiten. Warten Sie noch einen kleinen Moment. Die will mich doch hier einliefern. Deswegen hat sie die Feuerwehr geholt. Die will mich hinter Schloss und Riegel bringen. Aber ich weiß ja genau, was die plant. Da mache ich nicht mit. Ich mache da nicht mit. Frau Diekmann, Sie bleiben. Nein, ich bleibe nicht hier. Also wenn Sie jetzt keine Vernunft annehmen, dann bin ich gezwungen, Sie anschnallen zu lassen. Anschnallen? Ja. Sie wollen mich anschnallen? Hier bleibe ich nicht. Ich bleibe nicht hier. Frau Diekmann, jetzt bleiben Sie doch endlich hier. Lassen Sie mich los. Sie sind ja mit dem Bunde. Beruhigen Sie sich doch. Herr Dr. Holzmann, Schwester Ingrid. Was ist denn hier los? Soll das so eine Art Damenringkampf sein? Ach, sie will nicht liegen bleiben, wie Sie es angeordnet haben. Und mit Worten ist sie auch nicht beizukommen. Herr Doktor, die hat gesagt, sie will mich anschnallen. Hat sie gesagt. Dabei bin ich doch wieder ganz gesund. Und husten tue ich auch nicht mehr. Das ist erfreulich. Ja. Aber ehe wir Sie entlassen können, muss ich Sie noch einmal untersuchen. Warum machen Sie der armen Schwester Gisa Schwierigkeiten? Kommen Sie. Herr Doktor, die ist doch mit ihrem Bunde. Die hat sie auch verhext. Wer? Na, unsere Hausbesitzerin, die mich hierher gebracht hat. Sagen Sie, wer ist das eigentlich? Wer? Ja, die hier. Was will die hier? Das ist eine Kollegin von mir, Frau Dr. Peters. Nun beruhigen Sie sich, es ist alles in Ordnung. Ja. Kommen Sie, setzen Sie sich da erst mal hin. So. Ja. Nanu, Sie haben mir in der Aufregung zwei verschiedene Schuhe angezogen. Wieso in der Aufregung? Die trage ich doch immer. Das ist bequemer so. Aha. Und wer ist diese Dame, die alle verhext? Das habe ich doch nun schon so oft gesagt. Das ist die Hausbesitzerin mit dem bösen Blick. Die will mich loswerden. Die ist nämlich scharf auf meine Wohnung, weil meine Wohnung Südseite hat. Und Sie meinen, deswegen hat sie sie hier einliefern lassen? Ja, natürlich. Aus welchem Grunde fährt sie denn sonst mit? Die Feuerwehr meinte, es bestand der Verdacht auf Rauchvergiftung. In ihrer Küche hat's gebrannt. Ja, die Koteletts, die hatte ich vergessen, weil meine Schwiegertochter angerufen hat. Von unterwegs wegen dieser albernen Reiseversicherung. Aber bei mir hat's nie gebrannt, bevor diese Hausbesitzerin mit dem bösen Blick eingezogen ist. Und ich wohne schon über 30 Jahre in dem Haus. Und Sie meinen, der Küchenbrand in Ihrer Wohnung hat was zu tun mit dem bösen Blick? Sie als Doktor müssen doch wissen, dass es übersinnliche Kräfte gibt. Und die lassen auch Badewannen überlaufen. Natürlich.
Wie kommen Sie denn auf Badewanne? Gestern ist Ihnen doch die Badewanne übergelaufen, weil Sie vergessen hatten, den Hahn abzudrehen. Woher wissen Sie das? Sie ist Ihnen doch übergelaufen. Das hat sie Ihnen gesagt. Ich gehe jetzt nach Hause. Erst, nachdem ich Sie noch einmal untersucht habe. Nein! Seien Sie doch bitte vernünftig. In ein paar Minuten können Sie ja. Ach, das ist doch alles Lüge. Alles Lüge. Sie sind ein einziges Komplott. Sie sollen mich hier loslassen. Frau Diekmann, ich will bitte raus. Seien Sie jetzt vernünftig. Nein, ich bin nicht vernünftig, denn Sie sind alle mit ihr im Bunde. Holen alle. Pfleger. Und darum gehe ich nach Hause. Was heißt ein Pfleger? Ich brauche keinen Pfleger, sagen. Bitte seien Sie jetzt vernünftig. Nein! Die Aufregung hat Sie ein bisschen mitgenommen. Sie sind nicht mehr die Jüngste. Unsinn, ich will Schwester Gisa wird Ihnen jetzt eine Beruhigungsspritze geben. Spritze? Und wenn Sie sich erholt haben, können Sie sofort nach Hause. Ich will keine Spritze. Das sage ich Ihnen, das ist Freiheitsberaubung. Ich will nach Hause. Tut mir leid, Frau Diekmann. Transilium, 50 Milligramm. Bitte. Mein Gott, stecken Sie denn alle unter einer Decke? Bitte fassen Sie mich nicht an. Nein, fassen Sie mich nicht an. Glauben bitte. Sie mir, Frau Diekmann, es geschieht nur zu Ihrem Besten. Hilf mir denn keiner. Ich würde sagen, sie ist zweifelsohne geistig ein wenig verwirrt. Obschon ich diese Entscheidung lieber einem Kollegen von der Psychiatrie überlassen würde. Also bei uns kann sie nicht bleiben. Wir haben keine neurologische Abteilung. Und ich denke, eine längere Beobachtung wäre durchaus notwendig. Mhm. Ich werde versuchen, sie vorerst in einem Altenheim unterzubringen, wo man auf derartige Fälle eingerichtet ist. Mhm. Holzmann? Ja, ich komme sofort. Ich muss in die Aufnahme einen Verkehrsunfall. Ist immer noch nicht da. Naja, so eine Rauchvergiftung kann Tage dauern. Morgen fragen wir mal nach. Muss er in einem der Krankenhäuser hier herumstecken. Und was ist mit Ihrem Wellensittich? Tja, da muss wohl mal wieder das ehrbare Schlosserhandwerk ran, was? Oder willst du die Zimtzicke unten am Zweitschlüssel fragen? Nee, in dem Fall bin ich mehr für eine Brechstange. Wir hier abliefern, eine gewisse Emilie Diekmann. Die kommt in die geschlossene, erster Stock.